Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead by Daylight und wir spielen jetzt mal als Killer. Welchen Killer nehme ich denn? Ich glaube, ich bleib bei der Krankenschwester. Da habe ich natürlich noch überhaupt gar nichts. Aber ich mache da auch nichts bei noch. Naja, ich erstelle mal eine Lobby und dann spielen wir nochmal als Ding, als Survivor. Ja. Ich glaube, ich bleibe vorerst so, weil ich jetzt nicht sehe, was ist. Gegenwart löst du bei anderen Grauen aus. Überlebende in deinem Terrorradius sind ineffizient. Okay. Geht's nicht weiter mit mir, Automaten, was los? Ja, sorry Leute, muss kurz raus, der Ben. Kann ja nicht so schwer sein, Überlebende zu finden. Das will ich machen, die zwei will ich nicht machen. Wer ist denn eigentlich der Wandler? Anscheinend so Michael Myers, denke ich, ist wird ein Wandler sein. Das habe ich ja noch nie gesehen. Schwarze Salz von irgendwas. Schwarze Salz von irgendwas. Schwarze Salz von irgendwas. Schwarze Salz, schwarze Salz, schwarze Salz von irgendwas. Okay, dokie. Bam, badam, badam, bam, bam, badam, 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 badam. Ich. Nee, nicht die Map mit der Krankenschwester. Die Map ist so scheiße mit der Krankenschwester. Lore.
Habe ich da gerade einen Prestigetypen gehauen? Wie schlecht hat denn der sich versteckt? Ich hab's jetzt nicht wirklich aus den Augen verloren. Ich hasse das hohe Gras. Das Schiff wurde repariert. Heilen die sich da hinten? Dürfte eigentlich sein. Oder die manipulieren Haken und versauen's. Die haben nur einen Haken manipuliert. Lol. Ich frage mich ja, warum die sich nicht heilen. Das geht sich aus. Die wird ja gleich wieder vom Haken runtergenommen, aber ich campe nicht. Ja, wenigstens habe ich einen Überlebenden down bekommen. Also zumindest mal aufgehängt.
Aber ich mag die Map nicht mit der Krankenschwester. Das ist eine harte Map mit der Krankenschwester, weil du kannst dich beim Schiff nicht teleportieren. Scheiße, daneben. Scheiße. Nicht aus den Augen verlieren. Wo ist sie? Da. Warum? Jetzt ist sie weg. In den Kästen versteckt sich nie wer. Bin noch nicht nah genug dran. Jetzt kann ich mich nicht teleportieren, sie ist klug. Hatten die sich jetzt sterben lassen? Was war denn das jetzt für ein Lag? Die hat sich geheilt. Nein. Ja, selbst schuld. Ich hätte jetzt nicht rechte Maustaste klicken dürfen. Das war ein Fehler. Zumindest ist einer down. Ich verstehe aber nicht, warum die ganzen Leute nicht kämpfen. Keine Ahnung.
Ja, er hat mich ein bisschen verarscht. Naja, ich hätte mich gleich hinteleportieren sollen. Und den mindestens noch einmal hitten. So, wie gesagt, ich dings ja jetzt. Ich spare. Sparen. Boah, ich muss so hart strollern. Und ich bin rauchig. Ohne Spaß, sobald ich besseres Internet habe, tue ich instant einen Stream, einen Dead by Daylight Stream machen. Ja, bei uns steigen immer die ganzen Killer aus, weil da irgendeine Prestige-Leute kommen. Cool. Hajo, hat sie geschrieben. Oder er, oder sie, oder er, oder sie, oder wir, oder die, oder alle. So, dann noch einen Schluck Energy.
Habe ich da gerade den Hinterwäldler gesehen? Er spielt die Nurse. Natürlich hat sie mich gesehen. Okay, da haben wir einen Gegner, der auf alle Fälle auf Sound geht. Jetzt darf ich gerade nicht mehr laufen, weil Perkchan hat sich wieder aufgeladen, habe ich gerade gesehen. Die Nurse hat noch keinen von uns aufgehangen, nur einmal mich gehauen. Ich will meinen Perk jetzt nicht verschwenden. Da könnte noch echt hilfreich sein, wenn die Nurse in der Nähe ist. Zum Weglaufen. Weil da hast du echt einen super Sprint.
Oh, das war ein Mega-Match. Das war ein fettes Match. Naja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Dead by Daylight wieder ein. Ciao.